Herzlich willkommen zu unserem ersten Meet and Greet. Ich freue mich, dass ihr da seid und würde es toll finden, wenn sich jeder von euch vorstellt. Am liebsten wäre mir durch ein Zeigen, wo bist du denn gerade im Augenblick? Klick gerade mal in die Folie, zeig uns, wo du bist. Und ich würde gerne im Uhrzeigersinn beginnen und frage Jutta, wo bist du, Jutta? Und erzähl uns doch ein bisschen über dich. Ja, hallo an alle. Ich freue mich auch, euch heute hier zu treffen zum Meet and Greet. Ich komme aus Thüringen und dort genau aus der Landeshauptstadt in Erfurt. Dort arbeite ich auch meistens, sowohl auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt und bei Bedarf natürlich auch deutschlandweit. Meine Zielkunden sind Unternehmen, dort Führungskräfte, einzelne Mitarbeiter, Teams. Und ja, meine Kompetenzen, die ich mitbringe im Coaching, die habe ich mir in über 25 Jahren Managementtätigkeit gesammelt. Ich habe also höchste Unternehmens- und Führungskompetenz. Mir ist immer ein wertvoller Blick auf die Menschen wichtig und meine Kunden schätzen mich als zuverlässigen und kompetenten Partner. Jutta, wunderbar, du hast sowas wie Elevator Pitch gemacht, ratzfatz uns erzählt das Wesentliche und Wichtige. Ich bedanke mich recht herzlich. Stefanie, können wir auch ein bisschen was von dir hören? Kannst du dich bitte vorstellen? Du kriegst das Mikrofon, bitteschön. Oh. Dankeschön, hallo, mein Name ist Stefanie Emmert. Ich lebe in Frankfurt am Main seit 13 Jahren und habe da auch seit Januar diesen Jahres meine Coaching-Praxis eröffnet. Davor war ich über zehn Jahre in der Erwachsenenbildung und in der Weiterbildung tätig. Meine Zielgruppe sind vor allem Eltern, die mit Themen der Work-Life-Balance zu tun haben und mit Neuorientierung, vor allem Mütter nach der Elternzeit. Ich bin selber Mutter von zwei Kindern und darüber hinaus auch Elternkursleiterin und Elterntrainerin. Wunderbar, ich bedanke mich recht herzlich bei dir und freue mich auf Jörg und auf deine Vorstellung. Ja, hallo zusammen. Ja, Jörg Hohlfeld, ich bin hier im Augsburger Raum zu Hause, ursprünglich gebürtiger Münchner, aber seit 20 Jahren im Augsburger Raum hier mit meinen Geschäftsfreunden. Ich bin jetzt in drei Gebieten unterwegs, letztendlich in einem Bereich, das ist das Thema Beratung, da geht es um Karriereberatung und persönliche Themen für Kunden, die selbst zahlen. Das kann also der Anwalt sein, der Arzt sein, genauso wie der Altenpfleger. Das ist der eine Part und dort ist natürlich auch Coaching mit dabei, also Karrierecoaching. Und der andere Part, das ist der größte Anteil, sind Unternehmen. Schwerpunkt hier im Coaching ist es Führungskräfte-Coaching, Konfliktcoaching und Executive Coaching, also mit Managern zu arbeiten, weil aus der Gegend komme ich. Ich bin im mittleren Management sehr, sehr lange Zeit gewesen und bringe entsprechend die Führungserfahrung mit. Und es macht halt unglaublich Spaß, diese Erfahrung jetzt nach über 30 Jahren zu teilen. Und dann gibt es noch diesen Trainingsbereich, in dem ich mit Führungskräften arbeite, mit Mitarbeitern arbeite. Schwerpunkt ja, Kommunikation, Vertrieb, Führung und mir am wichtigsten als Querschnittsfunktion ist immer die Persönlichkeitsentwicklung und das unterscheidet, denke ich, mich als Coach und Trainer von vielen anderen, weil ich genau um diesen Punkt mich am intensivsten kümmere und das für manche Führungskräfte ja, zu echten Aha-Erlebnissen führt, was mir wieder Spaß macht. Recht herzlichen Dank für deine ausführliche Vorstellung, lieber Jörg, und dann gehen wir gerade mal weiter zum Edgar. Mikrofon ist da, Edgar. Ja, hallo, also mein Name ist Edgar Jeckle. Ich bin hier ganz unten im Süden, in der Nähe von Straßburg, also Offenburger Raum, ansässig. Habe die Coaching-Ausbildung bei Isabel da gemacht, die auch in der Nähe ist. Arbeite aktuell in einem Konzern noch, in einer Softwareentwicklung und mache da Projektmanagement. Und mache so nebenberuflich, arbeite ich auch als Coach. Unter anderem sind dabei meine Zielkunden Menschen, die eigentlich Persönlichkeitsentwicklung machen wollen, aber auch
die an einem mit Burnout und der Burnout-Thematik da beschäftigt bin, weil ich selber diese Erfahrung gemacht habe und das gebe ich ja dann weiter und helfe ihnen auf dem Weg, da wieder rauszukommen. Und ich liebe da beim Coaching auch ganz besonders die Aufstellungsarbeit und habe da einfach für mich festgestellt, da bekomme ich, das schafft man innerhalb von kurzer Zeit, also innerhalb von 2 Stunden, eine wirklich gute Lösung. Also nach dem Motto, für jedes Problem gibt es eine gute Lösung, lass dich bei deiner Suche unterstützen durch ein professionelles Coaching. Ja, das Recht wär's. herzlichen Dank. Wunderbar. Dann gebe ich doch gerade mal das Mikrofon weiter an Pamela. Guten Abend alle zusammen. Es freut mich, dass Sie uns hier alle bei Meet & Greet treffen und ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Pamela Brieben. Ich wohne in Filderstadt. Das sieht man da unten. Der Pfeil ist so in der Stuttgarter Region. Und habe 3 Standbeine in der Selbstständigkeit als Pamela Briem Coaching, und zwar in der Beratung, im Coaching und in der Vermittlung. Bei der Beratung habe ich die Karriereberatung und Outplacement. Im Coaching-Bereich sind meine Kunden Menschen mit dem Wunsch zur Veränderung jeden Alters, jedes Geschlechtes und jeder Herkunft. Und in der Vermittlung habe ich auch die Trainervermittlung und arbeite im Businessbereich gemeinsam mit anderen größere Projekte ab. Ich bin gern Mitglied im QAC seit 2014 und leite zusätzlich noch die Geschäftsstelle vom Qualitätsring Coaching und Beratung mit ganzer Leidenschaft. Ja, Vielen wunderbar. Dank. Recht herzlichen Dank. Ich nehme gerade mal das Mikrofon und gebe es weiter an Petra. Ja, ich freue mich, euch zu treffen hier bei Meet and Greet. Und ja, Pamela, danke, dass du für uns immer da bist, hier beim QRC. Ich selber bin gerade ganz aktiv in Hamburg, komme aber eigentlich hier unten aus Baden-Württemberg, mitten im Schwarzwalder Raum. Da bin ich nämlich gerade heute hingefahren. Ich arbeite deutschlandweit, Österreich und Schweiz im Management, in der Führung und komme selbst aus der Steuerberatung, Unternehmensberatung. Und als mir vor 8 Jahren das Haus leer war, meine Kinder waren ausgezogen, habe ich das zur Selbstständigkeit gemacht, was ich in den 30 Jahren nebenberuflich gemacht habe. Die Menschen zählen, denn die stecken hinter allen Zahlen, jeder Bilanz. Und ich bin Expertin für belastende Situationen, eskalierende Situationen, schaffe wieder Ruhe und Klarheit und unterstütze dabei, dass jeder einfach gerade in der Führung seine eigenen Ressourcen wieder auch wirklich leben und ausleben kann. Ja, vielen Dank. Dank dir, Petra. Ich nehme das Mikrofon und reiche es an Domagoj. Guten Abend, mein Name ist Domagoj Jilk. Ich freue mich auch, hier bei Meet and Greet teilhaben zu können. Ich arbeite von Wilhelmshaven an der Nordsee aus. Allerdings in dem Zusammenhang arbeite ich bundesweit. Meine Zielkunden sind Führungskräfte aller Hierarchieebenen, vornehmlich im grünen Einzelhandel, zum Beispiel Baumarkt, Gartencenter, Baumschulen und so weiter, die hauptsächlich an Privatkunden verkaufen. Ich selber habe über 25 Jahre Erfahrung als Führungskraft genau in diesem Metier und habe von daher die entsprechende Feldkompetenz zusätzlich zu meiner Kompetenz als Business Coach und Master Coach QRC und Intervisor QRC. Wichtig dabei sind mir vor allen Dingen der Wille zur Selbstverantwortung und der Wille und die Freude an persönlicher eigener Weiterentwicklung. Recht herzlichen Dank. Wunderbar. Ich habe für euch eine Abfrage. Ich nehme gerade mal das Mikrofon wieder an mich und suche gerade mal die Abfrage raus. Die Abfrage lautet: Wie lang bist du Mitglied im QRC? Und da könnt ihr jetzt wählen und dann absenden.
Habt ihr eine Ahnung, was für einen Schnitt wir da wohl haben werden? Was schätzt ihr so mehr in unserer Runde hier? Sind da mehr so alte Hasen dabei oder mehr junge Füchse? Was meint ihr? Dann schauen wir uns doch mal die Ergebnisse an. Und ihr habt recht, also alt, ne, ist relativ, aber länger, also als ein Jahr bereits Mitglied im QRC. Was ist denn der QRC so für dich? Wie bist du denn hergekommen zum QRC? Das würde mich interessieren. Möchte sich da jemand zu melden? Ja, gerne, Jörg. Ja, ich bin 2008 zum QRC dazugekommen, damals noch im Aufbruch. Das war so diese Münchner Veranstaltung, einer der Kongresse in München. Und so bin ich dazugekommen und habe mich dann gleich engagiert als Regionalbeauftragter damals. Und ja, und seitdem dabei. Und ja, und sehe natürlich jetzt auch mit wirklich stolzem Auge in Anführungsstriche auf das, was da in der Zwischenzeit alles geschaffen worden ist. Ja, und deswegen bin ich natürlich gerne dabei mitzugestalten, sowohl als Peer Group Leiter wie als Regionalbeauftragter. Und vor allem sehe ich halt jetzt einfach auch die Entwicklung verglichen vor über 10 Jahren, haben wir da aus meiner Sicht echt den Meilenstein hingelegt. Wow. Ja, die nächste ist Pamela, ne? Ich gebe dir das Mikrofon rüber. Ja. Also bei mir war es so, ich war zu einem Kongress eingeladen und meiner Meinung nach war der damals bei uns hier in Stuttgart und bin dorthin gegangen und war ganz begeistert, dass ich auf Augenhöhe aufgenommen worden bin, dass man ein offenes Ohr hat für alle meine Wünsche und Sorgen und Fragen. Hab dann dort auch Isabel Hammermann-Merker und Keystone kennengelernt und habe dann im Anschluss auch die Fort- und Weiterbildung in Willstedt gemacht und bin seit 10.01.2014 leidenschaftliches Mitglied im Verband. Jetzt habe ich einen Überblick etwas verloren, aber ich glaube, der Domagoj kam dran, dann die Petra, dann die Jutta und dann der Edgar. Ja, Domagoj, ich komme. Nee, doch, ich komme mit dem Mikro. Okay, danke schön. Also bei mir ist es so, erstmal, ich bin seit 2015 im QRC-Verband und mich hat halt gereizt, durch die möglichen Vernetzungen innerhalb des QRCs auch auf Fragen Antworten zu bekommen, eben durch auch eine große Anzahl von Kompetenzen der anderen und weiteren Mitglieder. Und genau deshalb macht es mir auch Freude und war auch die Überlegung, dort zu bleiben, was ich ja bis zum heutigen Tag gemacht habe, eben die Möglichkeit zu haben, mich kontinuierlich auch weiterentwickeln zu können und die Möglichkeiten auch durch mein Engagement zu versuchen oder zu unterstützen, auch den Verband ein Stück weit weiterzubringen. Was mich halt sehr überrascht hat. In dem Zusammenhang, habe vorher einen anderen Verband ausprobiert, da war das nicht so der Fall, dass mich die menschliche Wärme sehr angesprochen hat und auch die schnelle und gute Vertrautheit auf Augenhöhe. Und das hat mich natürlich weiterhin zusätzlich bewogen, auch gerne im QRC zu bleiben und weiterzumachen. Ich reiche gerade mal weiter an Petra. Ja, vielen Dank. Ich habe im Rahmen meiner Ausbildung die Zertifizierung über den QRC gemacht und habe auf die Art und Weise Isabel kennengelernt. Sie hat meine Prüfung abgenommen und ich war beeindruckt von der Qualität, die der QRC einfach halten möchte. Und was mich begeistert an ihm, ist, dass einfach, wie ihr sagt, auf Augenhöhe und unglaublich viel Menschlichkeit in dem Verband ist. Das ist ein Zusammenhalt. Und eine Möglichkeit, sich zu engagieren, eine Möglichkeit, sich auch rauszuziehen, wenn man mal in Schwierigkeiten kommt und man ist trotzdem noch mit dabei. Also all das, finde ich, ist rundrum einfach ein Verband, wo man sich aufgehoben fühlt. Wow, schön, danke.
Danke, ich reiche gerade mal das Mikrofon an die Jutta. Ja, auch bei mir ist es ähnlich. Auch ich bin über meine Ausbildung zu dem QRC gekommen. Das heißt, ich habe damals explizit eine Ausbildung gesucht, die mir eine Zertifizierung am Ende auch ermöglichte. Und ja, ich bin jetzt also seitdem im QRC, habe 2015 den Kongress in Würzburg mitgemacht und bin seit 2016 im Februar Schatzmeisterin im QRC. Das ist also alles sehr, sehr schnell gegangen bei mir. Mich hat damals bewogen, eben auch mit Gleichgesinnten mich zusammenschließen zu können, zu vernetzen, mich austauschen zu können. Ich habe den Coach Finder sehr schätzen gelernt. Ich schätze die regelmäßig hochwertigen Angebote zum Thema Coaching im Verein und natürlich auch die kontinuierlichen Weiterbildungsmöglichkeiten. Sehr, sehr positiv hat mich überrascht beim QRC dieses starke Engagement der Verbandsmitglieder im Ehrenamt. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Das betrifft mich natürlich auch gleichermaßen, aber es ist immer wieder erstaunlich, mit wie viel Herzblut und Engagement und auch Zeit invest eben für den Verband gearbeitet wird. Der Verband sucht immer Möglichkeiten, Benefits für Mitglieder zu schaffen, also zum Beispiel diesen kostenlosen Bezug von Magazinen, also das Manager-Magazin beispielsweise. Und ich freue mich jedes Mal auf das Austauschen, auf das Fachsimpeln mit Gleichgesinnten, ob das nun Online- oder Präsenzveranstaltungen sind. Und ich fühle mich sehr, sehr oft auch inspiriert von diesen Dingen. Ja, das ist doch ein Applaus wert. Recht herzlichen Dank, Jutta. Ich klaue dir das Mikrofon und reiche es an den Edgar weiter. Ja, vielen Dank. Bei mir ist es so, ich bin seit letztem Jahr QRC-Mitglied, weil es für mich so auch der Gedanke hinten dran war, ja, ich möchte mich vernetzen, auch mit anderen Menschen, die professionelle Coaching-Arbeit machen, so auch aus dem Gefühl raus, dass wir gemeinsam sind wir stark, da können wir was bewegen, da können wir was verändern. Habe auch das wahrgenommen, dass wir einfach immer fremd mit den neuesten Methoden arbeiten. Die werden nicht nur in der Theorie dabei behandelt, sondern die kommen auch in die Praxis, so wie jetzt beispielsweise Working Out Loud oder Coaching Out Loud, was letztes Jahr so angeboten war, inklusive ein 10 Abenden eine Veranstaltung dazu machen. Und ja, es ist einfach schön, mit anderen Coaches sich auszutauschen auf so einem Kongress. Das war richtig toll und das war auch richtig, richtig professionell da umgesetzt. Also auch noch herzlichen Dank an die Organisatoren und die eher vielen im Ehrenamt Arbeitenden, die so im Hintergrund da aktiv sind und man merkt, dass sie alle so mit Herzblut dabei sind. Ja. Ja, Laudatio, Laudatio, toll. So, dann klaue ich auch dir das Mikrofon und reiche es der Stefanie. So, ich bin ja jetzt der Frischling hier, nehme ich mal an. Ich bin seit Anfang des Jahres Mitglied im QRC. Ich habe auch genau vor einem Jahr meine Zertifizierung an der Akademie in Frankfurt gemacht und habe die IHK-Prüfung abgenommen bekommen. Und im Rahmen dessen haben wir viel über Verbände gesprochen und unser Institut hat uns den QRC empfohlen. Und daraufhin habe ich mir die ganzen Verbände angeguckt und bin auch beim QRC geblieben und habe gedacht, ich schaue mir das jetzt mal an, ein Jahr lang. Und ich bin nicht enttäuscht. Ich habe Isabel, dich und Angela kennengelernt im Zertifizierungsgespräch und war sofort begeistert, wie toll, wie ihr es gesagt habt, eben menschlich und familiär das auch schon fast ein bisschen ist im Verband. Und man fühlt sich da gut aufgehoben und hat auch so das Gefühl, man kommt weiter, weil wenn ich ganz ehrlich bin, das Jahr war nicht leicht für mich dieses Jahr. Ich hatte zwischendurch viele Fragezeichen und viele Hänger und so viele kleine Identitätskrisen, wie ich das weiter betreiben möchte mit dem Coaching. Und jedes Mal, wenn ich in der Online-Peer-Group war, wenn ich es geschafft hatte,
habe ich wieder so einen Impuls gehabt und eine Energie und habe mich gut gefühlt. Und das hat mir echt viel gebracht. Und deshalb habe ich beschlossen, auch beim QRC zu bleiben. Und wenn ich es im nächsten Jahr schaffe, noch ein bisschen aktiver zu werden und vielleicht mich auch mehr einzubringen mit dem, was ich zu geben habe, dann glaube ich, wird es noch richtig toll. Was mich natürlich begeistert, weil ich aus der Weiterbildung und aus der, vor allem aus dem E-Learning komme, ist, dass der QRC sehr fortschrittlich da arbeitet und ich halt auch gerne die Online-Peer-Group deshalb nutze. Wunderbar. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch und finde es also toll, was für einen Querschnitt wir hier gerade geliefert haben, denn der QRC ist wirklich deutschlandweit aufgestellt. Und unsere Mitglieder, ich sage immer bunt, also wir sind bunt, wir sind ein sehr, wir sehen blau aus, aber in Wirklichkeit sind wir bunt. Wir sind ein sehr bunter Verband, der in einem Punkt, alle Mitglieder sind sich in einem Punkt einig, nämlich Qualität ins Coaching zu bringen. Und das ist toll. So, ich bedanke mich bei euch und schließe.